Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu Rookie. So, wir sind hier gelandet und was ist das denn? Hinten, das ist gar nichts. Wir gehen hier runter, ne? Mal gucken. Mal gucken, was uns hier erwartet. Okay. So, was ist denn das Verrücktes hier? Wow, sieh dich nur an. Okay. Aber. Okay. Warte mal, können wir dich noch weiter wachsen lassen, damit wir da durchkommen? Werde klein. Ah, wir können das in beide Richtungen ändern. Sehr cool. Jetzt passt du in meine Tasche. Ja, okay. Aber. Ach so, warte mal. Ausgraben oder abschneiden? Ich möchte dich nicht durchschneiden. Warte. So. Okay, so. Ah, ich verstehe. Du gehörst jetzt mir, bis ich ein neues Zuhause für dich gefunden habe. Mehr Mulch. Ah, dafür ist das also gedacht. Ach so, ach so, ach so. Wir haben diesen einen Bereich entdeckt. Da oben, der war gedacht für. Da können wir den Pilz bestimmt anpflanzen. Und hier, warte mal, ich muss erstmal wieder ändern. So, damit ich hier durchkommen kann. Ich weiß, dass du es nicht wirklich bist. Wo bist du? Bitte sei in Ordnung. So, hier geht's nicht entlang. Okay, aber hier kommen wir entlang. So. Okay, da sind noch mehr von diesen Typen. Cool. Was? Du bist zu klein, um mein Gewicht zu tragen. Kein Ding. Wir wissen ja jetzt, wie es geht. So, wachse. Okay. Und jetzt du auch, ne? Wachse. Und du da hinten sowieso. Ich komme nicht hin. Oh, ich muss das also alles nacheinander machen. In Ordnung. Wachse. Okay, cool. Das ist klasse, dass das geht. Wachse. Okay, und jetzt kann ich den. Ist er aus der Nähe noch widerlicher? Ja, aber. Zerschneiden? Tatsächlich. Okay. Eine schrecklich nach der Blütenprobe. Okay, alles klar. Ja, cool. Das finde ich klasse, dass das funktioniert. Sehr, sehr gut. So, hier runter. La 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 la. Ist hier vorne noch irgendwas? Das sieht nicht so danach aus, ne? Okay, dann bring uns mal hier durch, bitte. Können wir noch einen dieser Pilze mitnehmen? Nee. Weil wir müssten ja drei Pilze bekommen. Ich meine, es waren drei Pilze, ne? Ich glaube, es waren drei Mulchstellen. Also will ich mal zusehen, dass ich noch irgendwo zwei weitere bekomme. Ach so, halt. Hehehe. Ich muss das auch so ändern. Dann klappt es auch mit dem Nachgucken. Hier ist doch noch was drauf. Komme ich aber nicht ran. Okay. Warte mal, was ist denn da oben? Ah, da käme ich hin. Habe ich aber im Moment noch keine Chance. Okay. Gut, na dann. So. Und hier durch. Und dann. Ja. Und dann. Ich glaube, wir sollten jetzt erstmal nach hier weitergehen, ne? Ich könnte jetzt auch da hochgehen. Aber wir brauchen ja sowieso erstmal drei Pilze davon, ne? Oder überhaupt drei Pilze. Was, du funktionierst auch ohne Auge? Das ist ja verrückt. Okay, na gut. So. Gut, also, zack. Hier sind noch mehr von den Häusern. Oh, ich war vorher noch hier. So ein niedliches kleines Haus. Aber komme ich hier ran? Nee. Das hier ist auch kein Mulch, oder? Nee. Aber guck mal, wir kommen jetzt hier hoch. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Geht das schon ausreichend weit? Da ist ja noch ein. Du bist leider zu klein, um mir zu helfen. Wie, warte, wieso komme ich nicht hier oben hoch? Doch, ich komme hier hoch. Ja, aber nicht weit. Dieser Pilz da drüben ist riesig. Ah, warte mal, müsste ich nicht den hier verzaubern? Faxe!
Ah, das ist noch nicht genug. Okay. So, sollte ich den hier tatsächlich. Nee, ach Quatsch. Nein, 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 warte, so. Du bist zu klein, hast du gesagt. Okay. Okay, aber wozu? Hier ist nichts weiter. Das auch nichts weiter. Aber, ich komme noch nicht ganz drauf. Ach, ich muss einfach nur weitergehen und die wahrscheinlich so, ne? Einfach nur die. Ja, okay, alles klar. Einfach nur weitergehen. Das passt schon. So. Das ist ein bisschen eine Fleißarbeit, aber geht schon. So, und jetzt komme ich zumindest bis hier hin. Was bringt mir das? Ich kann hier. Da ist die Natterblüte. Ja. Okay, das heißt aber, ich kann hier den einen Pilz pflanzen. So. Neues, nasses, weiches Zuhause. Und dann. So. Ja, das ist ein bisschen sehr groß. Wie komme ich denn da drüben rüber? Moment. Irgendwas stimmt nicht. Ja, das denke ich allerdings auch. Verkleinere dich. Kann ich mich da draufstellen oder so? Nee. Zu klein, um mir zu helfen. Ich versuch's mal, ob das so geht. Aber ich glaube es irgendwie nicht so. Nee, er wächst direkt durch mich hindurch. Warte mal, gibt es wieder unterschiedliche Sorten von Pilzen? Dann komme ich nicht hin, ne? Nee, da komme ich nicht hin. Okay. Sekunde mal, ich mache mal Folgendes. Wir nehmen mal den hier mal klein und dann nehme ich den mal wieder mit. So. Okay. Komm raus mit dir. Okay, das ist der Grüne. Hier vorne hatten wir doch noch einen Pilz. Wo ist der? Der ist jetzt hier. Der ist aber riesig groß. Ist das ein guter Plan? Weiß ich nicht. Ich muss vermutlich erst den dritten finden, ne? Es muss ja noch einen dritten geben. So, neues Zuhause. Der ist auch grün. Aber der sieht so aus. Moment, habe ich hier irgendwo noch Dung zum Einpflanzen? Nur das da. Sonst ist hier nichts, ne? Ihr euch da kann ich nicht bepflanzen, oder? Nee. Nee, warte mal, da hinten, hinter? Da? Nee, das funktioniert nicht. Okay, wenn ich den jetzt. Hier ist auch nichts. Okay, cool. So, das heißt, wenn ich jetzt den ganz rechten hier einpflanze, das ist wahrscheinlich viel zu groß, ne? Moment, da könnten wir auch hinkommen. Nee, können wir nicht. Augenblick. Lass mich das mal eben probieren. So. Und wenn ich dich jetzt hier einpflanze, du wirst zu groß, ne? Also im Sinne von viel zu groß. Ja. So. Ja, viel zu groß. Okay, irgendwas stimmt nicht. Allerdings, es muss noch einen dritten Pilz geben. Und den dritten Pilz. Wo auch immer der sein mag, in die Tasche mit dir. Also so funktioniert das nicht. Irgendwas ist auch noch da, oder? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Okay, so. Jetzt muss ich erst wieder tauschen, ne? Ja. Damit wir hier durchkommen. Und dann muss ich doch vermutlich auch. Warte mal, gibt es hier einen von diesen Pilzen? Nee, ne? Ich würde es mal erstmal da probieren wollen. So. Yep. Okay, was ist denn hier? Da kommt. Warte, guck mal. Hier können wir auch drauf. Nee, bringt nichts. Aber hier war auch kein Mulch, ne? Ich glaube, hier war kein Mulch.
Aber lass uns mal nachsehen, ob hier einer von diesen anderen Pilzen ist. Okay, hier geht's irgendwo hin. Wo geht's denn hier hin? Da ist was. Ein winziger Schuh. Der kommt in meine Sammlung. Oh, cool. Okay, dafür war das also gedacht. Na schön. Aber das hier sind alles so diese anderen Pilze, ne? Das hier sind alles so die. Warte mal, den konnten wir nicht stechen, aber vielleicht können wir ihn verkleinern. Der braucht keine andere Größe. Na gut, halt. Nee, da ist keiner von den richtigen Pilzen dabei. Nee. Nein. Gut, also muss es nach oben gehen, gell? Hier ist nichts weiter. Okay. Gut, also hier durch und dann ja, hier hoch. Und dann hier oben, ja, schon klar. Geht weg. So. Gut, genau. Und hier haben wir diese, da oben ist ein Pilz. Warte mal, hier kommen wir erstmal rüber. Da oben ist doch, ist das der richtige Pilz? Ich bin nicht sicher. Da ist er. Hahaha. hier haben wir nichts, was wir holen müssten, ne? Also nehme ich dich einfach mal mit. So, raus mit dir, kleiner Pilzfreund. Alles klar. Aber warte, jetzt will ich auch wissen, dieser da oben ist doch auch noch ein Pilz. Ist das irgendwas für uns oder ist das ein gewöhnlicher Pilz? Das ist ein gewöhnlicher Pilz. Okay, gut. Dann nicht. Gut, also jetzt hier. Da oben müssen wir hoch. Das heißt, ich pflanze hier den kleinen Pilz an. So. Hier ist es besser. Hier den mittelgroßen Pilz. So. Hier kleiner Pilz und hier den ganz großen Pilz, ne? Ich hoffe, dass die hier passen. So. Cool. Ja. So, na dann lass mal sehen. Abracadabra. Ah, da rennt sie erst dahin. Hätte ich auch von hinten aufzäumen können. Egal. Also, das sieht super aus. Das finde ich gut. Irgendwas stimmt nicht. Nee, eigentlich finde ich das wohl richtig gut. So, was ist mit dir? Du müsstest größer sein. Nee, du wärst der Richtige gewesen, ne? Okay, lass mal gucken, wie groß dieser hier wird. Das ist der Größte, der passt. Okay, dann machen wir das mal folgendermaßen. Wir drehen diese beiden hier nochmal um. Obwohl, ist das nicht eigentlich egal? So. Der ist irgendwie falsch rum, ne? Warte mal, so. Und dich jetzt so. Dich nehmen wir auch mit. So. In die Tasche mit dir, genau. Und hier kommt jetzt der dahin. Ich hoffe, dass das richtig ist. Hier ist es besser. So. Okay, das könnte passen. Genau. Dann können wir da über den Stamm gehen. Das scheint mir ganz gut. So, du bist der mittelgroße Pilz. Zack. Ja, genieße die Aussicht. Und dann so. Okay, alles klar. Das sieht sehr, sehr gut aus. Dann lass uns mal hier rüber gehen. So. Genau da oben hoch. Was ist das da unten in der Mitte? Irgendwas Komisches. So, hier hin. Genau. Du, ihr seid noch nicht groß genug, wird aber jetzt wachsen. Jawohl. Okay, nächste Station. Zeit zu wachsen. Okay, und na. Und jetzt komme ich doch hier dran. Bäh. Yes. Hab sie eine schreckliche Natterblütenprobe. Einfach runterspringen ist nicht, ne? Nee, einfach runterspringen ist nicht. Okay, ich muss wieder außen rumlaufen. Wir nehmen die Pilze auch direkt mal mit, weil die können wir ja noch mal gebrauchen, ne? So.
Insbesondere diesen kleinen hier brauchen wir nochmal. Bei den anderen beiden bin ich mir nicht sicher, aber ich habe sie lieber dabei, als dass wir dann später nochmal hierher kommen müssen. So, das ist der Kleine. Kann ich mir das merken? Das ist der Kleine. Okay. Genau, genau. Du kommst bitte auch mit. Lala, so. Und schließlich du da. Genau. Nee, so. Okay. Gut, das war Nummer 2. Ab in die Tasche mit dir. Sehr wohl. Wir wechseln wieder und laufen hier zurück. Und erneut wechseln, bitte. Genau. So, und jetzt brauche ich doch nur noch... War das hier? Das war hier, ne? Ach so, ja, wir wechseln. Okay. Jetzt müsste ich doch hier... Zack, genau. Jetzt müsste ich doch hier weiterkommen. Ach so, nee, hier rüber. So, da glaube ich nicht, dass ich irgendwas brauche. Denke ich, weiß ich nicht genau. Aber hier. Gut, so. Hier nehmen wir den Kleinen. Ja, probieren wir es. Hier ist es besser. Wie sie sich freut. No. Nee, das bringt irgendwie gar nichts, ne? Ich muss ja irgendwie da rüberkommen. Wie mache ich denn das? Das bringt nichts. Das bringt auch nichts. Hä? Okay. Oder muss ich am Ende doch hier irgendwas machen? Hier mit dem... Was ist denn mit dir da eigentlich? Du bist gar nichts. Du bist überhaupt nichts. Oder muss ich am Ende doch hier irgendwas machen? Aber hier gibt es doch nur diesen einen. Hm. Wenn überhaupt, kommt hier der Kleine dran. Hier hinten gibt es doch keine Häufchen mehr, oder? Ist das hier einer? Warte mal, ist das einer? Ich glaube nicht. Nee. Oder muss ich da von einer anderen Seite rankommen? Guck mal, hier scheint es doch irgendwie rüber zu gehen. Hm. Weiß ich nicht. Ein niedliches kleines Haus. Da ist nichts. Okay. Da ist noch ein niedliches kleines Haus. Nee, hier kann ich nirgendwo einen Pilz einpflanzen. Huh. Hä, wie soll denn das gehen? Ich probiere mal von... Warte mal, von wo könnten wir denn hier rankommen? Das ist direkt hier. Das heißt, die einzige Chance wäre, dort oben irgendwo ranzukommen. Jetzt habe ich den einen Pilz da gelassen, ne? Das wird bestimmt gleich noch verrückt werden. So, weg. Komme ich hier nach rechts weiter? Nee, ich komme da geradeaus weiter. Aber hier sind wir doch... Was? I don't get it. Das heißt, das müsste doch jetzt hier auf der rechten Seite sein, ne? Ja, ist es aber nicht. Nee, hier kommen wir nicht weiter. Hä? Also so vom... Vom, wo es lang geht, müsste das hier sein oder vielleicht sogar hier vorne irgendwo rein. Aber das funktioniert nicht. Okay. Hier vorne geht es auch nirgends durch. Nee. Hm. Und das hier hatten wir schon ausprobiert. Es sei denn natürlich, da geht's hoch. Da, guck mal, das ist noch ein weißer Pfad. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Wir sind ja schon oben. Das glaube ich nicht, dass es das ist. Okay, was noch funktionieren könnte, eventuell, ist, dass wir hier hinten durchgehen. Gibt es hier denn einen Weg?
So, hier, also hier direkt nicht. Hier sind wir schon. Ach so, halt, ich muss auch so einschalten, ne? Warte mal, gibt es hier einen Weg? Jetzt gibt es hier. Nee, warte mal, richtig. Nein, 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 ist alles in Ordnung. So, hier gibt es keinen Durchgang. Hier gibt es einen Durchgang, aber der führt uns nicht weiter. Okay. Wie komme ich denn da hoch? Wie komme ich also hier entlang? So nicht. Gibt es hier rüber einen Weg? Warte mal, kann ich hier irgendwo. Nee, das landen wir nur hier. Das wird nicht funktionieren. Okay. Also, wir müssen schon hier den Weg finden, ne? Die Frage ist nur. Wie? Okay, also ich sehe keine andere Möglichkeit, als hier alle Pilze auszuprobieren. Warte mal, ist das denn, Augenblick mal, ein kleines Haus? Können wir das Haus aufwachsen lassen? Aha. Nee, ich denke, diese Größe ist okay. Na gut, also die Häuser lassen sich nicht wachsen. Nein, keine andere Größe. Okay, gut. Warte. Was ist mit dir hier? Du hast gar nichts mehr zu melden, ne? Okay. Gut, das heißt. Dam, 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 dam. Das Ding macht mich nervös da. Von wegen, das könnte irgendwas bedeuten. Okay, also. Wir tauschen dich mal aus. Halt. Jetzt. Okay. Du bist der Kleinste. Aber es bringt ja auch gar nichts, wenn ich hier jetzt. Ich bringe mal hier den mittelgrößten rein. Hier, kleiner Pilz. Ja, so. Ja, das ist toll, aber das bringt überhaupt nichts. Weil ich komme ja hier nicht drauf. Wenn wir den Pilz dort unten irgendwo wachsen lassen könnten, das wäre okay. Aber hier. So, und der Größe, na, du möchtest du ja nicht. Und der Größe wird es auf jeden Fall, auf keinen Fall sein. So, ja. Okay, so. Der Größe, das bringt hier gar nichts, ne? Das ist besser. Yes! Ja, nee, das bringt absolut nichts. Okay. Tja. Und nun? Und raus mit dir, kleiner Pilzfreund. Da unten kann ich nichts wachsen lassen. Noch mehr Mulch. Halt, was ist das? Ich habe den Schwanz eines Molchs gefunden. Der wird sich gut in meinem Tagebuch machen. Ha! Tagebuch, Schwanz eines Molchs, abgeworfener Molchschwanz, winzige Elverschuhe. Ja, cool. Haben wir auch. Ja, aber trotzdem bringt mich das hier gerade kein Stück weiter, ne? Das ist nett. Warte mal, kann ich da hinten? Nee, da kann ich nicht lang, weil da dieser Schleim ist. Und wieso haben wir hier so ein Ding? Und wenn ich hier mal den kleinsten reinpacke? Warte mal. So, aber der wird immer noch zu groß sein, ne? Das ist einfach nur, dass wir ihn finden konnten. Hier, kleiner Pilz. Das ist, hier haben wir ihn einfach nur gefunden. Ja, das bringt nichts, ne? Oder kannst du da draufsteigen? Warte mal. Irgendwas ist hier? Nee. Nee, du kannst hier nicht draufsteigen. Okay, das wird nichts. Gut. Okay. Gut, lass mich mal eben ein bisschen tüfteln. Das war's. Das ist es. Oh, okay. Warte, ich zeig's kurz. Mit den drei Pilzen, die wir haben, kommen wir nicht weiter. Aber, ah,
Mit diesen hier kommen wir sehr wohl weiter. Wenn ich die mitnehmen kann. Warte, kann ich die mitnehmen? Gut, das gilt es herauszufinden. Moment, kann ich euch ausgraben? Kann ich. Du gehörst jetzt mir, bis ich ein neues Zuhause für dich gefunden habe. Ja. Easy peasy. Okay, dann kommen wir zwar da oben nicht mehr rein, aber ich denke, da haben wir auch alles geschafft. Also, da brauchen wir nicht mehr. So. So, klappt das jetzt? Das müsste doch funktionieren. Ne? Das könnte von der Form her zumindest ziemlich gut passen. Wie doof. Was habe ich hier lange dran rumgedoktert, ey? Okay. Na schön. Es war eigentlich mehr so ein... Ja, cool. Es war eigentlich mehr so ein... Ja, hier, kleiner Pilz. Ja. Es war mehr so ein... Ich probiere jetzt alles mal aus. Ja, klasse. Shit, 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 shit. In der Nähe ist es noch ein widerlicher. Okay, alles klar. Gut, so. Zack, zack, zack. Yes. Okay, Katja, eine schreckliche nette Natter. Was? Ich glaube, ich könnte auf dem richtigen Weg sein. Meinst du? Naja, das werden wir jetzt herausfinden, ne? Ob das wirklich alles so gut ist. Muss ich das Ding wieder mitnehmen, den Pilz? Ich bin mir nicht sicher. Falls wir doch nochmal da hinten hin sollten. Ach, was soll's. Wir gehen jetzt einfach alt. Ich brauche jetzt wieder das hier. Genau. So, mach den Weg frei. Okay, alles klar. So, und dann gehen wir zu dem Chefkoch da unten zurück, ne? La, 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 la. So. Ja, damit können wir zwar den Hirschen dann wieder kräftigen, wie er sagt, aber was mache ich dann mit dem Pilz, der davor wächst? Noch ist er ja, naja, ne? Noch ist er nicht besiegt. So, diese Dinger sind wirklich abscheulich. Jetzt kann ich damit beginnen, ein wirksames Gift zusammenzubauen. Oh, ein Gift gegen diese Pilze. Gute Arbeit, jetzt brauchen wir nur noch eins. Habe ich, wie der Zufall es will, dabei. So, zack. Da ist die letzte Natterblüte. Und jetzt warte, während ich meine Magie wirke. Wieder. Leichtes Zucken. Endlich, es ist fertig. Dieses Gift wird den Verderbnispilz angreifen. Ja, aber du musst es tief in ihn hineinspritzen, damit es sich nicht weiter verbreiten kann. Oh, vielen Dank für deine Hilfe, Pilzchen. Hier sind deine Kelle und ein paar andere Sachen, die ich gefunden habe. Was? Danke, Kind. Geh jetzt. Rette den Hirsch und finde deinen Bruder. Warte, 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 warte. Was haben wir da? Okay. Naja, immerhin. So, ein paar andere Sachen, die ich gefunden habe. Am Inventarmanagement und so, ne? Okay, hineinspritzen. Moment, ich soll es hineinspritzen. Aber womit? Bis jetzt können wir es ja nur übergießen. Also den Pilz. Zack, ja. No. So. Das bringt uns jetzt nicht weiter, ne? Also noch werde ich, denke ich mal, nichts damit machen können. Halt, Moment, doch, ich kann. Ich kann das Schwert doch damit infizieren. Ja, es ist scharf und giftig. So geht es nämlich. Es geht los. Ja, aber echt. Katsching. Nein, was geschieht mit dem Dolch? Gib ihn wieder her, das kann nicht sein. Das muss funktionieren, bitte. Oh nein, Moment, es tut sich was. Ja, es hat doch funktioniert. Nein, ich habe nicht einmal mit ihm gesprochen. Und du bist direkt wieder hier, mein Zuhause. Aber diesmal ist es noch seltsamer als beim letzten Mal. Was ist das für ein Zeug, das hier überall wächst? Wir sehen uns um, ne? Was ist da? Da ist ja was drin. Ach, guck, wie kommt das hier... Was? Wie kommt das hier rein? Der Dünger lag sonst neben der Tür. Da ist noch was. Was macht diese Fußmatte hier? Okay. Und wo kommt dieser Setzling her?
Was wirst du für ein Baum werden, wenn du ausgewachsen bist? Ja, ich habe eine Idee, wohin das führt. Aber dann möchte ich mich erst umsehen, wenn es keine Umstände macht. Okay, nix, nix. Ey, wie das hier aussieht, ne? Oh, nee. Okay, hier ist nichts mehr. Gut. Warte mal, du auch nicht? Nee, gar nichts. Okay. Naja, schön. Also, der Dünger, ne? Mann, habe ich nicht getroffen. So. Du warst hungrig. Brauchst du noch etwas zum Trinken? Oh. Fußmatte. Warte mal, können wir die Fußmatte. Gab es nicht hier Wasser? Nee, hier nicht. Draußen vielleicht. Draußen. Die Fußmatte könnten wir trinken. Ach du je. Oh Mann, der Garten. Nur der Garten. Ich sollte mich vom Rand fernhalten. Ja. Okay, erstmal gucken, ob hier noch irgendwas rumliegt. Da nicht. Hier auch nicht. Oh, warte mal, da. Ein Eimer, jetzt kann ich. Oh, er hat lauter Löcher. Ich werde weitersuchen. Sagt sie. Menno. Oh, wir kommen hier gar nicht mehr ran. Okay, aber hier. Aha. Mamas Gießkanne. Bei ihr ist einfach alles gewachsen. Okay, ist die Frage, ob sie auch voll mit Wasser ist. Er lässt überall sein Spielzeug liegen. Wenn es mir gelingt, ihn nach Hause zu bringen, werde ich ihn deswegen nie wieder anschnauzen. Oh. Aber mitnehmen tust du es nicht? Nee. Okay, hier ist nichts. Aha, da gehe ich nicht noch einmal hinunter. Anscheinend funktioniert er jetzt. Wie jetzt? Moment, wir können. Ja, wir können. Gut. Jetzt kann ich mich ums Gießen kümmern. Hier ist auch alles zu. Da hinten haben wir dann was. Da haben wir gar nichts. Okay, dann lassen wir mal den Baum wachsen, ne? Wow. So. Moment, doch. Okay, und. Wie heißt das Märchen noch? Jack in den Wolken? Hä? Nee, wie heißt das noch? Jack and the Giants, ne? Aber wie hieß das nochmal in richtig? Oh, warte, so. Dort oben ist noch mehr. Wie hieß denn das noch mit den Zauberbohnen und es war auch irgendwas mit einem Riesen. Ach, ich komme nicht drauf, wie das richtig heißt. Guck mal. Was war in diesem Dünger? Nun. Okay, offensichtlich. Hat gespeichert. Warte mal, was ist da? Oh. Ein kleiner Schubladengriff. Cool. Und du kommst doch bestimmt hier hin, ne? Jawohl. Und dann liegt da ein Schlüssel drunter. Okay. Viel besseres Zuhause für dich. Okay. Wir haben immer einen Ersatzschlüssel unter der Matte versteckt. Das ist gut. Ich kann nicht glauben, dass es funktioniert hat. Allerdings. Ein echter Schlüssel. So. Hier geht's hier weiter? Doch, hier geht's weiter. Mama? Mein Tagebuch. Mama hat es mir gegeben. Ich konnte damals noch nicht gut schreiben, aber ich habe viele Bücher gemalt. Es ist immer noch mit einem winzigen Vorhängeschloss versehen. Wir nehmen es erstmal mit. Wir nehmen es nicht mit. Ich nehme das Schloss mit. Es könnte nützlich sein. Okay, aber hier kommen wir nicht weiter. Ne? Wir müssen da oben hinkommen. Warte mal, dann setze ich den Türknauf doch mal da dran. Der Griff scheint jetzt in Ordnung zu sein. Aber es fehlt noch der Haustürschlüssel. Der Schlüssel wird noch nicht in der. Was? Ich schätze, die Tür ist noch nicht Tür genug. Was? Das sieht jetzt besser aus. Okay, wow. Hä? Oh, jetzt ist es eine echte Tür, die wir aufschließen können. Oh, offen. Ist das gut? Noch ein kleiner Satz länger. Ich frage mich. Das machen wir doch direkt mal. Oh, Lea, ich habe das Geisterwasser über den Baum gegossen. Okay, ja, schon gut. Wir besorgen noch mehr Wasser. Warte mal. Halt.
Das können wir doch draußen tun. Augenblick, Augenblick, Augenblick. Nee, das machen wir. Machen wir. Nee, oh, ich komme nicht mehr runter. Das ist aber unangenehm. Das ist aber echt unangenehm. Ich hätte vorher Wasser holen sollen. Na gut. Okay. So, hier. Puh, da ist kein Kaffee drin. Nur normales, sauberes Wasser. Warte mal, können wir damit die Gießkanne wieder füllen? Oh, tatsächlich. Ach, es funktioniert so einfach. Gut. Nehmen wir hier noch etwas mit? Nein. Oh nein, da ist der... Oder bin ich das? Das bin ich als kleines Mädchen. Anscheinend bin ich mit meinem Spielzeug nicht zufrieden. Hm. Die Reifen sind immer verloren gegangen. Ah, die Reifen, stimmt. Ich erinnere mich an dieses Spiel. Hm. Das Größere zu dem Kleineren, ne? So ähnlich wie Türme von Hanoi, nur mit einem Stapel. Okay, so, dann lassen wir den doch auch nochmal wachsen, ha? Huh? Yes. Okay. Wow. Eine kleine Hauserweiterung. Naja, schön. Okay, warte mal, guck mal in die Kamera. Genau, Leute, für heute ist genug, sonst wird das wieder eine ewig lange Folge. Ich habe zwar echt Bock weiterzuspielen, weil ich finde es einfach schön gemacht. So, ne? Es ist unheimlich fantasievoll, es ist unheimlich... Also es ist einfach nett gemacht, es drückt auch ein bisschen auf die Tränendrüse, also sehr, sehr nett. Also, ich sag so oft also, ne? Also wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht es gut alle, tschüss.